war mal Innovationsträger Nummer 1. Es hat unser Leben so gestaltet, wie wir es heute kennen. Doch in letzter Zeit sah man nicht mehr so viel von Innovation. Und auch Apples Unternehmenswerk sank dementsprechend in den letzten Monaten drastisch. Hat Apple seine Magie verloren? Sieh es so, wir haben 2011, das iPhone feierte zum ersten Mal weltweit großen Erfolg und dem Unternehmen ging es so gut wie noch nie. Doch im selben Jahr ist auch Steve Jobs im Oktober gestorben und Tim Cook, einer seiner besten Freunde und langjährigen Partner, wurde zum CEO der Firma ernannt. 2011 war also eines der prägendsten Jahre für Apple in seiner Geschichte und sollte die Zukunft des Unternehmens für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen. Nach dem Tod von Steve Jobs hat Apple seinen Fokus sichtlich geändert. Denn jetzt legte man weniger Wert auf Design und mehr Wert auf möglichst viel Profit. So schaffte es Tim Cook, Apple weit über seine Vorstellungskraft hinaus zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu machen. Seit 2011 hat sich der jährliche Umsatz fast vervierfacht. Von 100 Milliarden Dollar auf fast 400 Milliarden Dollar in 2022. Dafür hat Cook die Lieferketten stark optimiert und fast die gesamte Produktion nach China ausgelagert. Aber auch die Produkte haben eine große Rolle dabei gespielt. Denn Tim Cook hat einiges in neue Services und Dienstleistungen wie beispielsweise Apple Music oder iCloud gesteckt. Diese machen heute sogar am zweitmeisten des Gesamtumsatzes nach dem iPhone aus. Aber im Hintergrund haben die Apple-Ingenieure bereits an der nächsten großen Produktkategorie gearbeitet. Ein kleines, am Handgelenk tragbares Gerät, welches Fitness-, Gesundheits- und Lifestyle-Funktionen kombinieren sollte. Tim Cook übertrug dabei die volle Verantwortung auf Jony Ive, den Chefdesigner von Apple, der bereits alle bisherigen Apple-Produkte entworfen und sich von der Designlegende Dieter Rams inspirieren lassen hat. Im September 2014 war es dann auch endlich soweit und Tim Cook präsentierte die Apple Watch der Öffentlichkeit. Und obwohl sie am Anfang noch ein paar Kinderkrankheiten hatte, wurde sie schnell zum Verkaufsschlager und überholte Rolex als meistverkaufte Uhr auf der Welt. Aber warum ist Apple dann so langweilig geworden? Warum sieht das iPhone seit Jahren gefühlt gleich aus? Wie kann es sein, dass ich meinen Freunden immer noch das iPad Pro aus 2018 empfehle, weil es seit 6 Jahren kein vernünftiges Update mehr bekommen hat? Und wo ist dieser Innovationsgeist geblieben? Naja, als Tim Cook CEO von Apple wurde, hat sich die Dynamik im Unternehmen drastisch verändert. Cook fokussierte sich als CEO nämlich jetzt eher auf Business und Operationen. Er hatte keine wirkliche technische Expertise, geschweige denn umfassende technische Kenntnisse, wie Steve Jobs sie einmal hatte. Außerdem hatte er die Produktion nach China ausgelagert, was die Kosten natürlich geringer machen sollte. Aber wie wir ja alle wissen, sieht es in China gerade mit den Menschen- und Arbeitsrechten jetzt nicht ganz so gut aus wie hier im Westen und so geriet Foxconn, Apples größter chinesischer Zulieferer, zunehmend für seine Arbeitsverhältnisse in Kritik. Wow. Aber unter Tim Cooks Führung wurde auch in den letzten Jahren sehr viel mehr auf den Umweltaspekt geachtet. Denn so ist beispielsweise die Apple Watch Series 9 das allererste vollständig klimaneutrale Apple-Produkt und Apple steht auf der Greenpeace-Liste der klimaneutralsten Unternehmen ganz, ganz oben. Aber auch in der inneren Unternehmensstruktur hat sich sehr viel getan. Also quasi in der Führungsebene, bei den Leuten, die sehr wichtig für das Unternehmen sind. Als Tim Cook CEO wurde, ist Jony Ive schon ziemlich früh aufgefallen, dass ihm einfach nicht so viel an der Technik liegt. Cook zeigte zur Technologie und Innovation einfach nicht so viel Passion, wie Steve Jobs gezeigt hat. Steve Jobs und Jony Ive haben nämlich beispielsweise dafür gesorgt, dass das iPad nicht eckig, sondern rund wird, damit man es leichter vom Tisch aufheben kann. Außerdem hat Steve Jobs immer daran geglaubt, dass man das Unmögliche auch wirklich möglich machen kann. So bestand Steve Jobs beispielsweise auch darauf, dass die Rückseite des iPhone 4 aus Glas hergestellt werden soll. Denn ihr müsst euch vorstellen, 2010 waren die Smartphones eigentlich immer nur mit Metall- bzw. Plastikrückseiten ausgestattet. Und obwohl fast alle Apple-Designer und Ingenieure ihre Bedenken gemeldet haben, hat Steve Jobs einen Schlussstrich gezogen und das iPhone 4 kam tatsächlich mit einer Glasvorder- und Rückseite. Und ich glaube, jeder von uns kennt die legendäre Story von Steve Jobs, der einen iPod-Prototypen ins Aquarium geworfen hat, um den Ingenieuren zu demonstrieren, dass da noch Luft drin sei, die gefüllt werden muss. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Aber Tim Cook war nicht ganz so fordernd. Und nachdem Jony Ive dann auch noch das Software-Design unterstellt wurde, ist es ihm irgendwann einfach zu viel geworden. Zuerst hat er sich seit langer Zeit mal wieder eine 3-wöchige Auszeit auf Hawaii genommen und ist dann nur noch als Teilzeitstelle zurück zu Apple gekehrt. Da hat er dann noch den Apple Park Design. Ich meine, schaut euch das Ding einfach mal an. Das sieht doch aus wie ein UFO-Landeplatz straight aus einem futuristischen Science-Fiction-Film. Genau. Aber als dann sein Vater, dem er eigentlich seine Karriere verdankt, noch schwere gesundheitliche Probleme hatte,
ist er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen nach London zurückgekehrt. Ihm wurde die Bürokratie des Unternehmens einfach zu viel. Doch ganz weg war er noch nicht, denn er hat seine eigene Firma Lovefrom gegründet, mit der Apple dann einen Vertrag über 100 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Aber auch dieser Vertrag lief 2022 aus und die beiden gingen daraufhin endgültig getrennte Wege. Aber Ive war nicht der Einzige. Auch Imran Chaudhry, ebenfalls ein sehr hoher Designer bei Apple, verließ das Unternehmen, weil auch er sich nicht mehr so wirklich wohlgefühlt hat. Aber als ob die beiden sich abgesprochen hätten, hat auch er eine eigene Firma gegründet. Dafür hat er einige ehemalige Apple-Mitarbeiter angeheuert, um mit ihm ein neuartiges Gerät zu entwickeln, was auf lange Sicht das Smartphone ablösen soll. Daraus entstand dann der Humane AI Pin, der dieses Jahr in den USA an den Start gehen wird. Und ein Name für diesen Kanal wäre innovativ. Seit 2011 gab es dann aber auch im Produktlineup selber einige Ungereimtheiten. Im Oktober 2011 hat Apple nämlich mit dem iPhone 4S auch Siri vorgestellt. Und obwohl Siri tatsächlich zu dem Zeitpunkt der erste Sprachassistent war, den man auf einem Smartphone bekommen konnte, hinkt es heute sehr weit hinter dem Google Assistant und Alexa hinterher. Aber Scott Forstall, der Mann hinter Siri, hat sich im nächsten Jahr, also 2012, direkt den nächsten großen Flop eingefangen. Denn im September ging offiziell Apple Maps an den Start. Und ich glaube, ich brauche euch nicht wirklich zu erklären, was das für ein riesiges Desaster wurde. Denn Apple Maps war noch lang nicht fertig entwickelt und die Routenplanung war eine einzige Katastrophe. Das ging sogar so weit, dass Tim Cook wenig später eine öffentliche Entschuldigung abgeben musste. Und naja, was soll man sagen, daraufhin hat auch Scott Forstall das Unternehmen verlassen. Weiter ging es dann 2015 mit dem 12 Zoll MacBook. Und die Idee dahinter war ja auch eigentlich ganz gut. Ein Notebook, was so sparsam laufen kann, dass es nicht mal einen Lüfter benötigt. Und gerade Studenten haben dieses Ding geliebt. Es war so leicht und dünn, dass es wirklich überall reingepasst hat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass auch dieses Produkt bei weitem nicht fertig entwickelt war. Die Technik war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bereit für so etwas. Der Prozessor überhitzte extrem schnell. Er hatte weniger Leistung als ein iPhone. Die USB-C-Ports und das Motherboard sind extremst schnell auseinandergeflogen. Auch das Display hielt nicht lange durch und auf das Butterfly-Keyboard muss ich ja echt nicht zu sprechen kommen. So endete das in einer Situation, wo man Angst haben musste, dass wortwörtlich jedes einzelne Teil dieses 12-Zoll MacBooks an irgendeinem Zeitpunkt einfach den Geist aufgeben würde. Apple hat dann in den nächsten Jahren immer weiter versucht, diese Probleme zu beheben, aber 2019 war es dann endlich soweit und das MacBook wurde endgültig eingestellt. Aber bleiben wir, würde ich sagen, direkt beim Mac, denn das MacBook Pro hat ein Jahr später genau dieselben Kinderkrankheiten bekommen wie das MacBook. Auch hier hat das Butterfly-Keyboard nicht mal einen Tag gehalten und die Hitzeprobleme haben kein Ende genommen. Mal von der ganzen Kontroverse um die Anschlüsse ganz zu schweigen. Und auch die Touchbar war ein riesiger, verbuggter Flop. Trotzdem hatten diese MacBooks meiner Meinung nach mit Abstand das schönste Design jemals. Nachdem Johnny Ive das Unternehmen verlassen hatte, wurden die Produkte aber immer weniger innovativ und immer mehr massentauglich. Denn im Jahr 2016 wurden auch die AirPods vorgestellt. Und obwohl es daraufhin etliche Memes gab, wurden sie im Endeffekt zu den meistverkauften Kopfhörern der Welt. Aber auch mit dem HomePod war Johnny Ive einfach nicht zufrieden. Er war einfach zu teuer und es gab aus dem Hause Amazon und Google zu viel gute und sehr viel intelligentere Konkurrenz. Auch der HomePod wurde 2021 schließlich eingestellt. Jetzt gibt es aber wieder eine neuere Version, die allerdings nur ein farbsensitives Touchdisplay auf der Oberseite hat. Man muss einfach sagen, dass Apple jetzt mehr denn je auf das Konzept Form Follows Function zurückgreift. Das Design spielt einfach jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Man muss allerdings sagen, dass wir seitdem immer weniger Überhitzungsprobleme hatten. Als die Apple Watch 2014 vorgestellt wurde, hatte Johnny Ive immer die Idee, die Apple Watch als Fashion-Produkt zu vermarkten. Aber Tim Cook sah darin ein großes Problem, denn infolge dieser Marketingkampagne wurde die Apple Watch immer mehr als nice to have und nicht als Must-Have, wie beispielsweise ein iPhone oder ein iPad angesehen. Die meisten Leute wussten einfach nicht, wofür sie die Apple Watch jetzt wirklich benutzen konnten. Deshalb hat man dann schnell den Wert eher auf Fitness oder Gesundheit gelegt. Ein einziges Gerät, auf dem du alle Fitness- und Gesundheitsfunktionen immer dabei haben kannst. Aber auch diese Entscheidung wurde eben wieder nur getroffen, um mehr Geld und Verkäufe zu generieren. Nach der Apple Watch hat man sich aber schon die Frage gestellt, was Apples nächstes großes Ding werden sollte. Und ein autonom fahrendes E-Auto
Auto wäre die beste Möglichkeit, um doch zu zeigen, dass Apple immer noch innovieren kann. Tesla entwickelte zu der Zeit schon extrem viele neuartige Technologien in diese Richtung und stellte extrem viele Apple-Mitarbeiter ein. Bereits 2008 hatte Steve Jobs schon einige Pläne für ein Apple Car geschmiedet und Johnny Ive hatte immer die Vision eines vollständig selbstfahrenden Autos, wo der Fahrer nur noch der Passagier sein sollte. Doch wie sich herausstellte, war autonomes Fahren nicht ganz so einfach zu ermöglichen, wie sie es sich gedacht haben. Tesla war vor der Einführung des Model 3 jedoch fast komplett pleite, weshalb Elon Musk sich mit Tim Cook getroffen hat und ihn gebeten hat, Tesla aufzukaufen. Doch Tim Cook hat sich geweigert. Er hat geglaubt, dass Apple allein besser dran wäre, ein Auto zu entwickeln. Doch wie sich gezeigt hat, war das eine der schlechtesten Entscheidungen, die er je getroffen hat. Nicht nur ist Tesla jetzt das wertvollste Autounternehmen der Welt, sondern Apple hätte auch die Expertise von Tesla gerade im Bereich autonomes Fahren und Batterietechnologie gebrauchen können. Und ohne einen passionierten Leiter wie Steve Jobs wurde das sogenannte Project Titan vor wenigen Wochen und nach milliardenschwerer Investition eingestellt. Doch an Apples größter Produktkategorie erkennt man diese neue Strategie am besten. Denn seit Tim Cook an der Spitze ist, wird Apple immer mehr wegen fehlender Innovation kritisiert. Und obwohl das iPhone 10 den Startschuss für das All-Screen-Design bei Smartphones gesetzt hat, ist seitdem nicht mehr so viel passiert. Mal abgesehen von den kleinen Fehlern, die jedes neue Produkt am Anfang hat. Denn nach Ives Verlassen sahen die iPhones eigentlich immer gleich aus. Ich meine, schauen wir uns einfach mal die Designänderungen zwischen 2010 und 2014 und dann die Designänderungen der letzten 4 Jahre an. Naja, also da hat sich jetzt nicht so viel getan. Das iPhone 10R sah beispielsweise genauso aus wie ein iPhone 10. Aber obwohl es eine günstigere Alternative zum Flaggschiff und gerade im neuen Markt China einschlagen sollte, hat es die Schätzungen weit unterboten. Denn in China gab es einfach zu viel günstigere Konkurrenz, gerade von Huawei. Und da die chinesische Regierung jetzt immer mehr iPhones verbietet, wird es immer schwieriger, auf diesem Land Fuß zu fassen. Deshalb hat Tim Cook unter anderem auch angekündigt, die Produktion jetzt schrittweise aus China zu entfernen und in anderen Ländern wie beispielsweise Indien zu etablieren. Aber nicht nur das Design sieht gefühlt immer gleich aus, auch die Performance hat immer kleinere Schritte gemacht. Denn bis 2019 hatten die neuen Chips von Apple jedes Jahr immer 30% mehr Leistung als im Vorjahr. Und das ist eigentlich ziemlich heftig. Aber seitdem wurden diese Schritte immer kleiner, erst nur noch 20% und letztes Jahr nur noch 10%. Und auch die Effizienz ist beinahe identisch geblieben. Sonst waren die Apple-Chips immer sehr viel schneller als die Snapdragon-Chips, gerade in der CPU, aber in den letzten Jahren konnte Qualcomm immer weiter aufholen, sodass ihre Chips bei der CPU jetzt fast genauso schnell sind und bei der GPU sogar schneller. Und diese extrem kleinen Upgrades jedes Jahr führen eben dazu, dass der Umsatz immer geringer wird. Und die Leute, die sonst ihre iPhones immer alle 2 Jahre geupgradet haben, warten jetzt sehr viel länger. Damit geht eine sehr große Käuferbasis verloren. Zwar hat Apple Samsung zum allerersten Mal bei den verkauften Smartphones überholt, aber trotzdem ist der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Und da das iPhone eben die Hälfte am Umsatz ausmacht, ist das ein ziemlich schlechtes Zeichen. Aber dieses Jahr könnte sich sehr vieles ändern. Denn Apple hat für dieses Jahr viele große Projekte vor. So werden wir zum ersten Mal sehr viel neue künstliche Intelligenz und damit verbundene Funktionen im Apple-Ökosystem sehen. Und das ist ja ein riesiger boomender Markt. Apple braucht einfach mal wieder ein innovatives Produkt und Feature, was die Welt von den Socken haut. Letztes Jahr waren touchsensitive Knöpfe für das iPhone 15 geplant, die das iPhone von allen anderen Smartphones krass hätten abheben können. Doch auch hier wurde einfach wieder auf Nummer sicher gegangen. Diese Abenteuerlust und das Risiko, das Apple früher ausgemacht hat, sind einfach verschwunden. Vision Pro ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt uns, was Apple sich für die Zukunft vorstellt. Ich meine, endlich hat Apple sich wieder in einen neuen Bereich getraut und könnte die Industrie für immer verändern. Aber eben nur, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Und genau das ist auch das Vermächtnis, was Tim Cook Apple mitgeben wird. Es liegt in seiner Hand, ob Apple wieder zur alten Größe zurückfinden wird
oder ob es dem Abwärtstrend folgt. Denn auch Regierungen wollen sich jetzt einmischen und es ist seine Aufgabe, das zu verhindern. Ein ähnliches Muster haben wir auch schon bei Sony und Disney nach den Toten der Gründer gesehen. Und es liegt an ihm, dass so etwas nicht auch Apple passiert. Wie Steve Jobs bereits vorhergesagt hat, das Unternehmen leistet großartige Arbeit, führt Innovationen ein und wird in einem bestimmten Bereich zum Monopol oder steht kurz davor, und dann wird die Qualität des Produkts weniger wichtig. Das Unternehmen fängt an, die großartigen Verkäufer zu schätzen, weil sie diejenigen sind, die den Umsatz steigern können und nicht die Produktingenieure und Designer. Am Ende leiten also die Verkäufer das Unternehmen. Ohne Tim Cook wäre Apple längst nicht da, wo es jetzt ist. Aber auf lange Sicht kann seine momentane Strategie diesen Erfolg einfach nicht mehr aufrechterhalten. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich nach Amerika fliege und die Vision Pro und damit auch diese Zukunft zu erleben, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um das auf gar keinen Fall zu verpassen. Und schreibt mir auch unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und wenn du mein letztes Video sehen möchtest, dann schau hier drüben gerne vorbei. Wir sehen uns dort.